Leute, Namaste, willkommen in meiner indischen Küche. Heute gibt es ein Gemüse-Curry. Es ist ein cremiges Curry und dazu wird die angebratene Gemüse hinzugefügt. Wir können auch je nach Geschmack verschiedene Gemüsesorten nehmen. Versuch mal, es ist sehr lecker und hat einen milden Geschmack und auch sehr einfach zuzubereiten. So, jetzt fangen wir mal an. Circa 250 Gramm Gemüse. Hier habe ich 50 Gramm grüne Bohnen, 50 Gramm Mais, 50 Gramm Paprika, 50 Gramm Karotten und 50 Gramm Blumenkohl. Hier können wir auch Panier oder Tofu nehmen, 3 pürierte Tomaten, eine Zwiebel, 40 Gramm Sahne, ca. 1 Esslöffel Cashewnuss, 2 Esslöffel Joghurt, Salz, 1/2 Teelöffel Kreuzkümmelpulver, 1 Teelöffel Korianderpulver, 1/2 Teelöffel Chilipulver, 1/2 Teelöffel Kurkumapulver, 1 Teelöffel Box- und Glühblätter, 1/4 Teelöffel Garam Masala, 1 Lorbeerblatt, 2 Kardamomkapseln, 2 Nelken, 1 Stück Zimt, etwas Butter, 1 Teelöffel Ingwer und 1 Teelöffel Knoblauch. Öl erhitzen und die Gemüse hinzufügen und eher auf höhere Hitze anbraten, bis die ca. 80% durchgebraten sind. Wir möchten, dass die Gemüse eine knackige Textur haben. Jetzt sind die schon angebraten, dann nehmen wir die in eine Schale raus. Und fangen mit der Soße an, dafür ein bisschen Öl erhitzen und Zwiebeln hinzufügen. Und auf mittlerer Hitze andünsten. Dann fügen wir Cashewnuss hinzu und weiter für ca. 2 Minuten anbraten. Diese Zwiebel-Cashew-Mischung jetzt in einen Mixer geben und ein bisschen abkühlen. Dazu noch Joghurt hinzufügen und eine Pasta zubereiten. So, diese feine Pasta ist so bereitet und diese werden wir später in die Soße geben. Nochmal ein bisschen Öl erhitzen, Lorbeerblatt, Zimt, Kardamom und Nelken hinzufügen. Ganz kurz anbraten. Dann fügen wir Ingwer und Knoblauch hinzu und weiter auf mittlerer Hitze für ca. 2 Minuten anbraten. Dann kommt einige Gewürzpulver rein, Kurkuma-Pulver, Chili-Pulver, Korianderpulver, Kreuzkümmelpulver und Salz hinzufügen. Auf niedriger Hitze ganz kurz anbraten, darin füge ich auch ca. 1 Esslöffel Butter rein. Und dann fügen wir die pürierte Tomaten hinzu und weiter für mindestens 10 Minuten anbraten, bis das Öl aus dieser Mischung herauskommt. Es ist wichtig, genau das zu machen. Es bedeutet, dass dieses Curry gut durchgekocht ist und schmeckt später sehr lecker. So, jetzt sieht es total gut aus. Und dann kommt diese Zwiebel-Cashew-Pasta hinzu und für ca. 5 Minuten anbraten. Hier füge ich ca. 300 ml Wasser hinzu und weiter köcheln lassen. Dann kommen die angebratene Gemüse rein und weiter für ca. 5 Minuten kochen. Am Ende gebe ich Sahne, Box- und Glühblätter und Garam Masala hinzu. Jetzt ist das Curry richtig gekocht. Ich empfehle euch, dieses Curry einen Tag vorher zu kochen oder die Soße am Vortag zu bereiten, dann schmeckt es am besten. Ich mache das meistens so. Und
wir sind fertig. Hier haben wir dieses cremige Curry. Es riecht so gut. Ich habe hier Chapati damit. Es schmeckt auch gut mit Basmati Reis. Die Zutaten stehen unter in der Infobox und die anderen Links auch. Versuch mal, sicherlich kocht ihr es gerne öfter. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonnieren bitte sehr gerne meinen Kanal. Es ist kostenlos und hilft mir weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!